So, da sind wir und weiter geht es mit Assassin's Creed Odyssey. Juhu! Wir wollen jetzt hier diese ganzen Ausrufezeichen machen und 7 Meter neben uns irgendwo ist einer da vorne. Du hast sowohl dich selbst als auch die Spiele entehrt. Bitte, lass mich erklären. Keine Ausflüchte. Du kennst den Preis für deine Verfehlungen. Welche Verbrechen hat diese Frau begangen? Eben das. Ihr Verbrechen ist, eine Frau zu sein. Es ist mir völlig neu, dass das ein Verbrechen ist. Müsstet ihr euch da nicht selbst einsperren? Ich bin die Priesterin der Demeter. Ich wache über die Spiele. Sie ist eine verheiratete Frau und wollte zusehen. Und zwar als Mann verkleidet. Warum ist das ein Verbrechen? Und was ist daran ein Verbrechen? Für eine verheiratete Frau herrscht viel zu viel Versuchung. Wer bist du? Kallipatira. Ich wollte doch nur meinem Sohn zusehen. Meine Familie hat eine stolze Geschichte bei den Spielen. Mein Vater, meine Brüder, mein Neffe und mein Sohn haben allesamt gewonnen. Habe ich nicht das Recht zuzusehen? Genug von deinen Lügen! Das ist ungerecht. Sie hat eine solche Bestrafung nicht verdient. Das ist gar nichts. Ihre Strafe ist der Tod. Sie wird vom Berg hinabgeworfen. Was? Hilf mir. Beweise, dass ich das Recht habe, zuzusehen. Du hast kein Recht. Du brachst eine heilige Tradition und dafür wirst du bestraft. Das lasse ich nicht zu. Das Gesetz ist falsch und ich beweise es. Da du dich so um ihre Verteidigung bemühst, gewähre ich dir eine Chance. Erbringe den Beweis für Kallipatiras erhabene Abstammung oder sie stirbt, um die Götter zu besänftigen. Ich sollte Kallipatiras Sohn suchen. Er wird mir helfen können, ihre Unschuld zu beweisen. Suchen, ne? Kann schon mit dir reden? Und? Dein Beweis? Ach so, okay. Irgendwie werde ich ihre Unschuld beweisen. Ja, das mache ich jetzt. Warte, das machen wir so, ne? Zack. Povos. Bringst du uns jetzt dahin? Danke. Aus dem Weg. Super. Ruhebereich. Ella Malaga. Da kann er nicht hoch. Bin ich jetzt hier hingefallen? Mein Gott. Gibt's hier einen Ausgang? Komm schon. Warte. Schau mal, hier kommst du hoch. Ist das ein Schrottpferd? Ella. Komm. Komm, den Rest gehe ich zu Fuß. Bevor ich mir das hier noch antue, ist er hier direkt hinter der Mauer. Kennst du eine Kallipatira? Ja, die habe ich gesehen. Sie treibt sich oft bei den Zelten der Athleten rum. Beschämend, wenn du verstehst, was ich meine. Da bin ich unsicher. Die jungen, eingeölten, trainierten Körper. Mich schaudert es. Überall nur Muskeln. Ach, abscheulich ist das. Sie ist eine verheiratete Frau. Es ist doch nicht schlimm, sich einen attraktiven Mann anzusehen, oder? Doch, doch, natürlich. Ihr jungen Leute, ihr denkt doch immer nur an das eine. Also sie ganz bestimmt. Sie traf sich regelmäßig mit einem jungen Mann auf dieser Bank dort. Du sahst sie mit einem Mann? Vielen Dank. Das Gedicht Diagoras von Rhodos. Mit einer Widmung von Pindar höchst selbst. Für K. lebe stets mit Stolz, meine Kleine. Dein Vater ist der größte aller Pankration-Kämpfer. Okay, dann quatsch mal dem an hier. Ich suche nach Kallipatiras Sohn. Hast du ihn gesehen? Das habe ich sehr wohl. Ich bin es. Erzähl mir von deiner Familie.
Deine Mutter sagte, du nimmst an den Olympischen Spielen teil. Genau wie mein Großvater. Der große Diagoras höchst selbst. Gut zu wissen. Doch ich brauche mehr. Die Priesterin der Demeter hat deine Mutter des Frevels beschuldigt. Geht's ihr gut? Was ist geschehen? Vorerst gar nichts. Sie schlich sich ins Stadion, um dich zu sehen. Und ich muss beweisen, dass sie das Recht dazu hatte. Wenn jemand das Recht hat, dann Martha. Ihre Brüder waren Kranzträger, ebenso wie ich. Niemand hat so viel Ehrfurcht vor den Spielen wie sie. Hab Dank. Bleib hier und ich beweise, dass sie das Recht hatte, den Spielen beizuwohnen. Okay, da ist noch eine Spur. Hier. Kennst du Kalipatire? Ich kenne sie nicht gut, aber sie vergöttert ihren Sohn. Sie bringt regelmäßig Opfergaben. Opfergaben? Für ihren Ehemann. Sie ist eine fromme Frau. Er hat schon lange den Styx überquert und sie vermisst ihn sehr. Doch für jeden kommt seine Zeit. Vielen Dank. Du warst eine große Hilfe. Ist jetzt hier noch was? Ist nichts mehr. Aber der zeigt mir, hier ist noch was. Vielleicht? Gruppe auf den U-Bereich. Untersuchungsgebiet, und dann verlassen wir das. Ach, da hinten. Okay. Was ist das? Ich habe mich immer nach dir gesehnt. Kalipatira hat einen Verehrer. Diese Priesterin hat es eilig, Kalipatiras Urteil zu vollstrecken. Ich muss sie schleunigst finden. Kalipatira. Müssen wir hin? 400 Meter? Mal da hoch? Wo ist das? Auf geht's! Okay, Fobos, dein Einsatz hier. Schatte der Priesterin, der Demeter Bericht. Die jetzt eine Verehre hatte, oder was? Warte. Bist du da ein Säugling oder den Umfalllass? Oh, wo ist die Priesterin? Wir sind hier zusammen, um den Willen der Götter zu vollziehen. Im Namen der Gerechtigkeit. Bitte, ihr müsst mir glauben. Warte! Hast du die Beweise gefunden, die du gesucht hast? Sie ist unschuldig, verschone sie. Sie ist schuldig, du... Du für richtig hältst? Ich brauche mehr Zeit. Sie ist unschuldig. Ja, Kalipatira ist die Tochter des Diagoras. Ich fand das Gedicht Diagoras von Rhodos mit einer Widmung Pindars an die Familie. Und das beweist ihre Geschichte? Ich sprach mit ihrem Sohn und Leuten, die sie kennen. Sie ist eine fromme Frau, die die Spiele liebt und die Götter achtet. Ihre Familie blickt auf 3 Generationen von Olympiasiegern zurück. Vielleicht haben wir etwas zu hart geurteilt. Ja. Ihre Familie steht für das Vermächtnis der Olympischen Spiele. Wie du sagst, es wäre falsch, diesen stolzen Familiennamen zu beflecken.
Die Götter vergeben dir. Geh. Danke, danke, danke. Ich danke dir. Niemand verdient so ein Schicksal. Oh. Zack, siehste, Quest abgeschlossen. Kalypatea. Gibt's auch nochmal 25.000. Für Stück geht's voran. So, da sind wir jetzt da oben. Das ist jetzt auch nichts mehr. Dann würde ich sagen... Schnellreise. Dann direkt. Das nächste Ausrufezeichen. Schauen, dass es uns hinbringt. Warte mal. Okay, hier kannst du runter. Tempel des Zeus. Du, 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 du. 55 Meter. Hat 33 Meter da vorne. So, was hast du denn? Alexios, bitte. Wenn diese Narren den Frieden brechen. Dieb! Du musst gerade reden, du hinterlistiger Hund! Auf, sonst gehe ich dazwischen. Wenn ihr nicht aufhört, töte ich euch beide zur Wahrung des Friedens. Jetzt erzähl mir jemand, was hier vorgeht. Dieser ehrlose Hund hat mich bestohlen! Du nennst mich einen Dieb? Du bist der Dieb! Das reicht. Ich stelle die Fragen. Herodotos, was soll der Trubel? Der Hund hat mich beklaut! Du Schwein! Ich komme aus einer ehrbaren Familie! Nur ein elender Ionier würde stehlen! Ich sagte Herodotos. Ja, offenbar wurden die Schatzkammern der beiden aufgebrochen und ausgeraubt. Wenn es ein Einbruch war, wieso verdächtigt ihr euch gegenseitig? Weil dieser... Hier geht es ums Blut. Makar stammt aus einer angesehenen dorischen Familie. Mächtige Krieger, wenn auch eher schroff. Leleks Familie dagegen sind Ionier, eine lange Linie von Künstlern und Philosophen. Du meinst wohl Schürzenjägern? Beide Stämme sind wichtig. Gesprochen wie ein echter Ionier. Sehr unwahrscheinlich, dass sie sich gleichzeitig gegenseitig ausrauben. Du musst herausfinden, wer sie bestohlen hat. Ich glaube auch nicht, dass sie sich gegenseitig ausgeraubt haben. Trotz all ihrer Probleme haben sie den Olympischen Frieden stets geachtet. Ich finde heraus, wer es war, und wahre den Frieden. Beweise Makars Schuld, und ich belohne dich reich. Und ich belohne dich, wenn du Leleks doppelzüngiges Spiel beweisen kannst. Und was, wenn es keiner von euch war? Dann belohnen dich beide. Nun gut. Einverstanden. Okay. Wir haben einen Deal. Finde die Hinweise. Okay, ihr sagt bestimmt nichts mehr. Pass mal auf, jetzt finde ich hier die Hinweise. Belohnen die mich beide. Haha. Gesehen? Nein, nee, gar nichts. Was? Weit weniger als gar nichts. Also hast du was gesehen? Tja, nur wenn Fackeln auch zählen. Aber sie haben sich angeschlichen. Oh ja, das müssen mindestens 30 gewesen sein. Fackeln schlichen sich an dich heran? Falls es 30 waren, wieso ist dann der Boden nicht platt getrampelt? Rehledersandalen, sehr weich. Hinterlassen keine Spuren. Wie auch immer, keine Ahnung, wie viele es waren. Ich war bewusstlos. Von einem Lügen. Sag die Wahrheit, sonst prügle ich sie aus dir heraus. Bist du der Dieb? Nein, bitte. Wirklich, ich war's nicht. Ich bin eingeschlafen, hab rein gar nichts gesehen, außer Fackeln. Und du bist ihnen nicht gefolgt? Ich wollte meinen Posten nicht verlassen. Aber du wurdest doch schon beraubt. Wenn ich meinen Posten verlasse... Kriegt man mich wegen Pflichtverletzung dran?
Dann halte ich dich nicht länger auf. Okay, sind noch mehr Hinweise. Die Gräber wurden geöffnet. Keine Spur von Gewalteinwirkung. Hat jemand den Schlüssel? Eine Notiz. Nimm so viel du tragen kannst und triff mich bei den Ruinen, wo wir uns zum ersten Mal geliebt haben. Bald sind wir frei. Okay. Das war der Anwärter. Der Dieb ist in der Mitte des Stars Olympia. Haus und niemand aus. Was ist das denn jetzt? Niemand aus. Tja, in der Mitte des Stars Olympia. Kann auch sein, dass das sowas ist, ne? Das ist so in der Mitte. Das ist mehr in der Mitte als das da. Das ist in der Mitte. Haus Onimanus. Da wette ich mit dir. Warte, ich gehe jetzt direkt dahin. Ich habe von Ruinen vor der Stadt gehört. Und dem Wachmann zufolge zogen die Fackeln in eben diese Richtung. Warte, hab ich das jetzt nicht markiert? Doch 402 Meter. Das war das, das war das. Jetzt irgendwie hier raus. Ist das wieder so eine Sackgasse, ne? Das ist eine Sackgasse. Ella! Pankration, hier! Die letzte Chance zur Teilnahme! Okay, das ist die Aktion. Wir müssen aber da weiter. Na los! Ich glaube, das ist da. Ich weiß es nicht. Ich vermute es. Das ist ja so in der Mitte, ne? Mitte von diesem Gebiet. Das sieht mir auch wie so ein Haus aus. Caro sagt auch, das ist es. Ich habe den Dieb gefunden. Ja. So. Nein. Ella. Verwüstetes Haus. Also, ihr Diebe, endlich habe ich euch. Bitte, wir sind keine Diebe. Und doch erwische ich euch hier mit Diebesgut. Du verstehst das nicht. Das gehört rechtmäßig uns. Es ist unser Erbe. Wie kann all dies euch gehören? Es gehört unseren Familien. Wir haben ein Anrecht darauf. Wenn es euch gehört, wieso wartet ihr nicht? Wieso stiehlt ihr es jetzt? Wir wollten ein neues Leben. Eines, in dem wir frei sind und unsere Liebe nicht im Schatten verstecken müssen. Wer seid ihr eigentlich? Das sind meine Tochter und sein Sohn! Vater! So danke dir, dass ich dich großgezogen habe, indem du mit der Lendenfrucht meines Todfeinds davonrennst! Wieso legt ihr eure Fehde nicht bei, so wie eure Kinder es getan haben? Du bist ein Söldner!
Erfülle deine Pflicht und töte die Diebe. Ich werde dich reich entlohnen. Pater, nein! Ganz genau. Ich verdopple Makars Belohnung. Tu, wofür du angeheuert wurdest. Ihr wollt euer Eigenfleisch und Blut töten? Wir haben noch andere Kinder. Also, bist du ein Söldner oder nicht? Ich töte lieber euch. Ich schlachte keine Unschuldigen ab. Eure Familien hätten eine deutlich bessere Zukunft ohne euch beide. Oh, warte. Ich hab dich ja noch ein bisschen verprügelt. Ich soll mit dir reden. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Doch nun können wir eine neue Zukunft für unsere Familien schmieden. Erbaut auf Liebe. Ich wünsche euch viel Glück. Und die nächste Quest ist auch absolviert. Okay, da kommt wieder so einer. Ήπεδρος επικίνδυνος εστί. Συμμορία αρπακτική ληστών ταύτην λιμένουση. Απάξους είμαι και ως θηρίων πολύσουση. Okay, gibt's da gar nichts mehr. Ist da unten. Ist da noch höher? Da fall ich wieder darunter. Gibt's doch nichts mehr. Soll denn hier so eine Stele sein? Hat er was gefunden? An der Seite. Ist jetzt einer? Er findet den, ne? Teristele oder was? Ja, nirgendwo was. Was war den jetzt Kaltmann, ey? Das ist doch der Dings. Das ist doch der Zug, der Kopfgeldjäger. Dein Kopfgeld ist schon so gut wie mein. Dicke Stele. Übersehen. Und die Kastelle. Ja.
Fähigkeiten haben wir hier noch. Ach ne, jetzt habe ich das gedrückt. Okay. Was war das nochmal? Feuern, Defensive. Verbosser, beirufen. Wo war das denn mit den Objekten? Das da. Offenbarung. Genau, das war es doch. Jetzt haben wir das auch gefunden. Ha! Jetzt haben wir eine größere Reichweite, wenn wir so scannen. Er findet nur den Typ hier. Der zeigt mir jetzt nicht Stele an. Raus hier. Nicht. Nein, das geht nicht. Nur der wird angezeigt. Es wird ja nichts anderes gezeigt. Aber egal, wir haben jetzt die Mission gemacht. Lassen wir das jetzt hier. Hier, Pause jetzt. Im Umkreis mal gucken. Manchmal liegt ja sowas hier so am Baum oder sowas. Ist aber gar nichts. Ist einfach ja nichts. Ja, hier zeigt er mir nochmal, dass ich das finden soll, aber. So, der findet im ganzen Bereich findet er nichts. Zum nächsten Ausrufezeichen. Der Ausrufezeichen. Das wäre der hier. Deswegen gibt es wieder eine Schnellreise. Drup. Huh?
Da springt er da aufs Geländer. Da drin ist wohl das nächste. Das ziehen wir uns in der nächsten Folge rein. Ich sage danke und bis gleich. Ciao.